Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich dir zeigen, wie du dieses Spread oder jedes Spread eigentlich in deinen digitalen Planer bekommst. Ich nutze dafür hier ein iPad Pro und den Apple Pencil. Die neueste Generation erlaubt allerdings auch, dass du einen Apple Pencil benutzt. Also solange du den benutzen kannst, kannst du auch einen digitalen Planer auf deinem iPad haben. Ja, und hierbei handelt es sich eigentlich nur um ein paar PNG-Dateien, die du in deinen Planer importieren kannst. Und jetzt zeige ich dir einmal, wie das funktioniert. Ich habe einmal meinen digitalen Planer in GoodNotes geöffnet und dann habe ich hier oben links diese Zeichen, dass ich etwas importieren kann. Das tue ich jetzt hier auch. Also ich füge jetzt einfach mein PNG hinzu mit diesem Level 10 Live in dem Fall. Und das kann ich jetzt croppen. Das heißt, ich schneide das direkt in der Mitte durch, weil ich brauche eine Hälfte auf der linken Seite und eine Hälfte auf der rechten Seite. Deswegen importiere ich das quasi zweimal, weil ich das hier sonst nicht anders schneiden kann. Ne? Jetzt mache ich das ein wenig kleiner, damit es hier auf die linke Seite passt. Und das Ganze machen wir jetzt einfach nochmal, um es auch auf die rechte Seite zu kriegen. Wenn du natürlich ein kleineres Spread hast, dann ist das sehr viel einfacher. Dann brauchst du nur, brauchst es nur einmal importieren und auf eine Seite packen. Ja, du siehst, jetzt habe ich nochmal dasselbe. Wenn ich jetzt ein bisschen drauf drücke, dann habe ich hier wieder die Möglichkeit zu croppen. Das mache ich jetzt auch. Und jetzt mache ich die rechte Seite. Ja, schneide die wieder in der Mitte durch. Und wenn ich das getan habe, dann, siehst du auch schon, das Ganze passt schon. Nur ist noch ein bisschen groß, also werden wir noch anpassen. Und wenn es denn dann angepasst ist, das Schöne ist, ich kann das hier noch übereinander legen. Wenn das jetzt angepasst ist, dann ziehe ich das einfach auf die rechte Seite rüber. Ja, und dann habe ich mein Level 10 Live hier in meinem Planer importiert. Für dich ist das natürlich völlig ohne Markierung. Ja, du kannst das, wenn du das importierst, ist das ja sozusagen jungfräulich. Ne? Du kannst das selbst ausfüllen, du kannst selber bestimmen, welche Bereiche dein Leben hat und vor allen Dingen, welche du verbessern möchtest und wie hoch die momentan stehen. Und wenn das passiert ist, kannst du jetzt hier dran schreiben, ne, und wir auch wieder wegradieren, was du verbessern möchtest oder was du tun möchtest, um die einzelnen Bereiche deines Lebens zu verbessern. Ja, und das war's auch eigentlich schon von mir für heute. Ich wollte dir nur einmal zeigen, wie das hier funktioniert mit dem GoodNotes Planner und GoodNotes App ist es eigentlich, ne? Aber die kann man wunderbar als Planer App sozusagen benutzen, indem man eben diesen GoodNotes File importiert. Du findest den Planer bei uns im Shop. Da kannst du den erwerben und kannst den halt einfach in deine GoodNotes App importieren. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und dann freue ich mich darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst und einen Daumen nach oben da lässt, vielleicht auch einen Kommentar hinterlässt. Ja, und dann sehe ich dich hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!